Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part auf diesem Kanal, wieder Minecraft Windcraft. Heute würde ich mal sagen, dass wir diese eine Mission abgeben. Weißt du mittlerweile, wo wir dafür überhaupt hin müssen? Ja, ich stehe da. Oh Gott. Wieso haust du jetzt eigentlich schon wieder ab einfach? Anstatt auf mich zu warten. Jetzt weiß ich nicht, wo du bist. GG. Ich hab ja Inventory first. Ich geh erstmal von diesem Spinnennest weg. Sonst sterbe ich hier noch. Ah, da kommen einfach Level 13er Zombies. Auch nett. So, dann stelle ich mich kurz hier rein. Natürlich muss ich aber erstmal die Zombies hier killen. Die gehen mir nämlich auf den Piss. So. Kurz mal auf die Karte gucken. So, wo bist denn du? Ach so, wieder zurückgelaufen. Ach so. Ich bin da, wo die Quest ist. Ja, ich seh's. Meine Ermüdungsblöcke sind verschwunden. Komm, ich muss jetzt nur gerade überlegen, in welche Richtung ich muss. Einfach wieder den Weg zurück, passt schon. Muss irgendwie zum. Ja, ich sollte eigentlich nur geradeaus laufen müssen, dann müsste ich eigentlich schon da sein. Oh, da ist noch so ein Key-Typ. Ja, okay, ein blödes Skelett. Ah, da sind sie wieder, okay. So. Erstmal wieder auf den Hauptweg kommen. Darf ich den Legendary Dagger verkaufen? Nein. Ich habe dir doch gesagt, ich gebe dir dafür 55 Emeralds. So, wo bist denn du jetzt? Ich verkaufe ihn dir für einen Stack. Ich habe aber gerade noch 55 dabei oder so. Warte mal. Okay, ich habe einen Stack. Okay, ja, wenn du was abgegeben hast, kriegst du eh zwei. Ist mir klar. Muss ich erstmal finden. Mann, das mit der Karte ist aber auch ein bisschen nervig. Ich glaube, hier muss ich hin. Ah ja, da bist du ja. Wo bin ich? Ach da. Ah, den Typen hier. Ja. So wie es aussieht, müssen wir erstmal eine Pilzsuppe machen. Ja. Und wie macht man die? Weil hier im. Was? Du musst ja einfach nur die ganze Zeit. Okay, ich hab ihn nochmal angeredet. Ging gerade nicht, ja. Aber jetzt geht's wieder. Ja, ich habe zwei Emerald-Blöcke gekriegt. Und ich bin Level 15, das heißt, wir können auch gleich hier die andere Mushroom-Mission machen. Ja. Vor allem, ich habe jetzt Stärke auf 20 mittlerweile. Ja, du wolltest mit mir tauschen? Dann tauschen wir mal. Hier. Ja. Das ist ein Rare. Ja. Ah, okay. Oh. Ja, kriegst du den Rare Dagger noch gratis dazu. Muss gucken, ob ich jetzt den Legendary im Inventar habe. Ja, hab ich nicht. Weil mein Inventar war krass. wo gehen wir dann als nächstes hin? Mal sehen. Ich würde sagen, zum Porsche Making, ne? Zum Porsche? Ja, okay. Die Level 15er Quest. Außer natürlich, Tunnel Trouble ist näher. Die können wir nämlich auch schon machen. Da können wir auch zwischen Detlas und Ragni schneller hin und her reisen. Ich würde sagen, Tunnel Trouble nehmen wir auf. Ach, hier ist der Powder Master. Hm, stimmt, da können wir mal. Ah, ich habe sogar Earth Powder dabei.
Ich hab Earth Powder Stuhl Tier 1, wenn du brauchst. Was ist? Ich hab Earth Powder Tier 1, wenn du brauchst. Hä, ja, hab's auch nur Tier 1. So. Zack. Hast du noch zwei Powders? So, jetzt mache ich nämlich noch ein bisschen. Ja, ich hab noch ein Water Powder Tier 1 und drei Air Powder Tier 1. Gib mir eins von jeweils. Okay. Gibt mir einfach gar nichts dafür. GG. Danke. Leute, oben war eine Spinne. Mama! Uhu, Telefon! Ist überhaupt nicht mitten laut. Mitten in der Aufnahme. Das nenne ich professionell. So, ich hab jetzt. Ich krieg jetzt zu einer Chance. Ich kann den Table einfach hier reinlaufen. Ja. Ich krieg zu 25% Fire Powder Tier 2 oder zu 25% Water Powder Tier 2, zu 25% Air Powder Tier 2 und zu 25% Earth Powder Tier 2. Was meinst du, was werde ich kriegen? Das, was du nicht brauchst. Also meinst du Water Powder? Ja. Mal sehen. Ich hoffe auf Fire. Ich hoffe auf Fire Power Powder. Hm. Ja, Fire Powder! Nice! Also meine Klaue, die macht zwar jetzt nur noch 10 bis 12 neutral Damage, aber dafür macht sie jetzt auch noch 5 bis 8 Earth Damage dazu. Und ich habe halt mein Stärke, habe ich ja auf 20 hochgeskillt. Das heißt, ich mache übelste viel Earth Damage jetzt auch noch so generell. Ja, alles klar, wunderbar. Dann wo sind wir überhaupt? Hm? Wo wir sind? Wo sind wir überhaupt? Ja. Im Wald, weiß ich ja auch. Müssen eigentlich hier nur hier geradeaus weiterlaufen. Dann kommen wir aus dem Wald raus. Okay. Und du lagst erstmal vor dich hin. Ich läge doch nicht. Will ich doch niemals tun. Du bist schneller als ich. Ja gut, du springst auch noch. Leute, lebt noch. Yay, ein Junk Merchant. Hier ist ein Junk. Stimmt! Ja, hier bei mir. Was? Ja, jetzt hab ich erstmal wieder ein paar Einsätze. Bin ich auf den Senkel, ey. Da lang, ne? Ja, über die Brücke. Die irgendwie ramponiert aussieht, finde ich. Hm. Ich habe mich diese Folge bisher kein einziges Mal teleportiert. Wirklich? Habe ich gar nicht bemerkt. Bin trotzdem schneller als du. Ja, du springst auch noch beim Rennen, das tue ich nicht. Weil es einfach noch mehr, ja, Ausdauer frisst. Ich glaube, wir sind hier falsch. Wenn du welche killst, kriege ich immer nur 5, 6 EP. Wenn ich sie kill, kriege ich immer 10 oder mehr. Oh. Warte mal, lass mich kurz auf der Karte gucken. Nee, wir sind richtig. Wir müssen eigentlich nur geradeaus. Ja, anstatt mir hier zu helfen, während ich hier auf die Karte gucke, läufst du einfach weg. Das ja. Nenne ich mal einen guten Magier. Ja. So viel zum Thema Supporter, ne? Ja. Du bist jetzt eigentlich schon wieder hingerannt. Ich bin bei Deadlass Super. Suburbs. Suburb. Oh, ein Apfel. Dann komm ich mal. Töten. Der Apfel hat eine Hose fallen gelassen. Oh, cool. Der Apfel ist hosenlos. Der Apfel ist hosenlos. Ich wusste gar nicht, dass Äpfel Hosen tragen. Da hinten läuft ein Apfel. Töte den. Corrupted Apple.
Er ist gegen Earth Damage Resistance. Das ist ja behindert. Kannst du mir bitte helfen? Da drin stehe ich irgendwo. Wo stehst du? Oh, hier ist ein Jetzt Chest, nirgends geil. mehr. Firepowder. Weg mit dem Apfel, ich brauche ihn nicht. Scheiß auf die Dagger. Geil, das Internet ist schon wieder abgeschmiert. Ach Gott. Vom Laptop. Na, ich warte am Eingang der Apfelfarm auf dich. Und schnitzel so lange ein paar Zombies, die mir in den Weg kommen. Oh, mein PC wird wieder voll laut. Oh, wie viel Uhr haben wir mittlerweile? Wow, schon wieder 18:26 Uhr. Krass. Also, ich verabschiede mich dann. Du kannst ja noch weiterspielen. Ich hole gerade das Ladegerät. Ja, okay. Es sind noch 10 Minuten, also lass dir Zeit. Oh, erstmal hier was trinken. Hier was trinken. Und während wir hier auf Robert warten, kann ich noch ein paar Zombies schnetzeln. Hab ja nichts Besseres zu tun. Bisschen blöd, dass jetzt in den letzten Folgen die ganze Zeit sein WLAN abstürzt. Ist jetzt nicht ganz so nice. Aber was soll's. Stirb, Zombie, stirb! Ich sollte vielleicht die Zombies auch mal treffen. Dann töte ich sie auch schneller. Wenn ich das nicht gerne aufnehmen will. Was ist denn jetzt bei denen los? Mage-Zombie, nervig. Ja, der Zombie hat sich einfach wegteleportiert. Moin. Moin, bist du wieder da? Was, Ladekabel Ja. jetzt? Ja. Man hat das im Hintergrund nur so Schreie, ja, Reden hören so, ich will gerade am Aufnehmen. Wie wär's, wenn du wieder in die Lobby-Tour gehst oder mit mir auf in die World 3 gehst? Na gut, dann kann ich den Leuten auch gleich die Lobby zeigen noch. Slash Lobby. So sieht hier die Lobby des Servers aus. Ist doch auch interessant, mal das zu sehen. So, welche Welt? Drei? Drei. Drei? Ja. Okay, ein paar weniger. Das ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nicht so stark laggt. Ja, und das sind nicht so viele, die abstauben. Ja, gut. Der Einzige, der hier die ganze Zeit abstaubt, bist du. Nein, du bist das. Ja, voll. So. Wo bist du? Am Eingang der Apfelfarm. Immer noch. Geil. Oh, jetzt müssen wir Oh, wieder ich die bin Party machen. gestorben. Slash Party. Create. So, und dann einmal in White. Die Arme klein. So. Ich hab dich eingeladen. Wie wär's? Was ist? Leute, die Äpfel greifen sogar an. Ja, das sind böse Äpfel. Ja, aber die geben kein Ne Mama? XP. Nervig. Aber die geben Äpfel. Ja gut, was will ich mit einem Apfel? Kann ja nicht mal essen. Fies. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Auf der Karte bist du mir nämlich gerade nicht angezeigt. Na doch. Wieso bist du wieder in der Nähe von Ragni? Ich bin gestorben. Ach so. Wodurch bist du Es erklärt gestorben? alles, ne? Ja. Durch den Internetabsturz. Ach so. Jo, das ist ein bisschen blöd. Erstmal drei Zombies auf einen Streich, wobei einer erstmal einen halben Kilometer hinter mir stand. Ich bin
Wie war das mit dieser Fabel, sag ich jetzt mal, 7 auf einen Streich? Ich täte mehr hinkriegen, würden mehr Zombies hinter mir herrennen. Vor allem der Assassine ist ja der mit der kleinsten Reichweite und trotzdem haue ich sie von einem halben Kilometer aus weg. GG. Aber nur wenn ich meine Fähigkeit einsetze. Die Fähigkeit hat aus irgendeinem Grund einen relativ großen Radius. Ist jetzt nicht unpraktisch, aber trotzdem. Stell mir gerade so vor, wie dass man beide Fähigkeiten kombiniert. Wie jetzt beide Fähigkeiten kombiniert? Also erst das Unsichtbar, also erst die Unsichtbar machen Fähigkeit und dann die andere. Ja, ja. Das habe ich bei einem Boss-Kampf die ganze Zeit gemacht. Falls dir das nicht aufgefallen ist. Nö, ist mir nicht aufgefallen. Ja, wieso denn auch? Du hast einfach nur drauf losgeschlechtet. Ja. Ja, was auch immer. Ich bin voll müde und mir tut alles weh. Oh Gott. Vor allem sind noch 4 Minuten, dann ist die Folge schon wieder rum. Das geht echt schnell. Ja. Oh, eine Loot-Chest. Komm, ich hänge hier seit mindestens 6 Minuten hier an dieser Apfelfarm rum und warte auf dich. Okay. Und ich kann es leider nicht so einfach wegschneiden, weil ich kein Schnittprogramm habe. Vor allem täte ich das auch irgendwie ein bisschen blöd finden, sowas wegzuschneiden, weil während der Zeit passieren ja auch Sachen, die eventuell witzig sein können. Beziehungsweise das Zeug, was du im Hintergrund mit deiner Mutter laberst. Ah, da bist du ja. Hi. Dann auf nach Detlas. Auf nach Vatania City heißt das. Nein, Detlas. Vatania City. Es fehlt so im Hintergrund nur so auf dem Weg nach Vatania City. So die Musik. Area discovered, Detlas. Yay! Nice, oh lol, es hat kurz gelaggt. Wuhu, 40 XP umsonst. So, erstmal zum Item Identifier und mein PC ist mal übelst laut wieder. Ich gehe, mein erster Stop ist der Item Boyer. So, erstmal das Legendary Item Identifier. Kostet nur 84. Okay, ich ja, nur, Messer ne? gekriegt. Mit plus 6% Thorns, also Dornen, plus 3 Stärke, minus 8% Spell Damage und plus 15% Melee Damage. Und er macht 31 bis 43 Damage. Alter, der ist richtig nice. Da kann ich alles andere wegwerfen. Warum wegwerfen? Verkaufen? Ja, meine ich damit. So, mal sehen. Ja, kann ich wirklich alles andere verkaufen? Wo ist hier der Item Buyer? Da hinten. Zwar habe ich jetzt wieder ein Messer anstatt meine Krallen. Ich mag die Krallen eigentlich ziemlich gerne, aber was soll's. Weg mit dem Zeug. Alles verkaufen. Scheiß drauf, ob ich das vielleicht doch noch brauche. Warum denn auch nicht? Ja. Aber ein Junk Merch? Nee, der Junk Merch ist außerhalb der Stadt. Und ich habe keinen Bock, da jetzt hinzulaufen. Na gut. Weiß nicht, soll ich Feuerdamage drauf machen? Nee, eigentlich bräuchte ich schon Earth Damage. Kann man hier eigentlich irgendwo Powder auch kaufen? Weil hier ist zwar ein Powder Master, aber Powder kaufen habe ich hier bisher noch nicht gesehen. Was schätzt, wie viele Emerald Blöcke habe ich jetzt? 9? Ich übertreibe einfach. 30? Alles klar! Eskalation! Was denn? Ich will einen Liquid Shop. Ich will einen Liquified Emerald. Ja.
Brauchst du nur. Weißt du, worauf ich spare? Ja, ein paar mehr. Ja, Hälfte habe ich so ungefähr, ne? Ja. Oh Mann, man kann hier kein Powder kaufen, das ist kacke. Ja, das Messer ist eigentlich auch relativ schnell. Gibt's hier eigentlich in der Stadt? Oh! Nice, direkt hier am, beim Item Identifier ist ein NPC mit einer Quest. Ja, habe ich schon angenommen. Ah, ja, dafür brauchen wir Aeriolo. Nee, Aerolia Flower. 4 Stück. Wo kriegt man die her? Von Mobs oder was? Ich hab gerade einen interessanten Weg gefunden. Wie jetzt interessanten Weg? Wo bist denn du jetzt schon wieder hingelaufen? Geh mal zu den Emerald Liquid Fight Emerald Merchant. Ja, ich muss noch mal gucken, wo der ist. Ich glaub, der war hier irgendwo. Was macht der denn hier? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Der ist irgendwo in der Nähe vom Item Identifier. Das ist mir klar. Hier ist alles irgendwie in der Nähe vom Item Identifier. Ich meine, das siehst du direkt von dort. Mal sehen. Ich habe echt keine Ahnung. Ich suche einfach weiter. Ich finde schon irgendwie was. Item Buyer. Was ist das hier für ein Gebäude? Komm ich auch rein? Nein, schon mal nicht. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, wo es ist? Vielleicht noch ein bisschen, wo es ist. Hä? Ein bisschen genauer beschreiben, wo es ist. Beim Liquified Emerald Typ. Ah, hab's gefunden. Liquid Merchant. Und wo bist du jetzt? Da die Leiter hoch. Okay. Lulz. Den Gang entlang. Bin ich. Auf den Knopf drücken und dann schiebt sich da so ein Loch auf und da rein runterspringen. Ich bin zu blöd, in dieses Loch zu springen. So, bin drin. Und jetzt? Und dann da einfach den Weg weiter. Waterworks Access. Okay. Ah, da bist du. Hi! Why the fuck? Was wollen wir jetzt hier unten? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir nie mehr hochkommen, ne? Als ob. Das wäre jetzt blöd. Ja, bestimmt kommt man hier wieder hoch. Aber das ist. Ja. Warte mal, was steht hier? Fontaine Control. Warte. Value. Erstmal drücken. Hab ich's jetzt kaputt gemacht? Alter, hast du putt gemacht? Da passiert was. Ja, aber was? Das ist Wasser durchgeflossen, dann Rauchpartikel und das war's. Und der Knopf ist auch weg. Ah ne, jetzt ist der Knopf wieder da. Muss man das ich glaub, vielleicht das hier ist noch so eine Art Secret. Entweder das oder wir müssen hier später für eine Mission hin. Und dann tauchen hier Mobs auf. Wäre cool. Ja. Kann passieren. Vom hier ich glaube hier dann raus. Ja, dann kommt man hier raus. Basement Dweller. Ich gehe dann schon mal hoch. Okay, bei dem gibt es schon mal nicht eine Mission. Schade eigentlich. Und ich sehe nichts. Achso. GG. Wir.
Geh erstmal noch weiter nach oben laufen. Oh, eine Kiste. Oh, ich kann nicht drauf zugreifen, schade. Das sind nur Waffen oder so drin. Ja, komm wieder raus. Oh, es sind schon 25 Minuten. Wir müssen die Folge beenden, du. Okay. Ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann ist cool. Wir sehen uns das Wenn nächste nicht, Mal. Auch gut. Ja. Ciao. Ciao, Leute.